Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, ist nach unserer Auffassung nicht zu bestreiten und ist selbstverständlich anerkannt, so wie es auch im Pariser Klimaschutzabkommen zum Ausdruck gekommen ist. Unser Ziel als Freie Demokraten ist es dabei aber, dazu zu kommen, dass es uns gelingen muss, Wachstum und Wohlstand tatsächlich von den Emissionen von Treibhausgasen, insbesondere von CO2-Emissionen, zu entkoppeln. Das wird die zentrale Herausforderung sein, dass wir Wachstum, Wohlstand auch zukünftig gewährleisten können und eben dies nicht mehr in der Verbindung steht mit zunehmenden Emissionen von Treibhausgasen. Wir sehen aber, dass die bisherigen Instrumente, für die insbesondere die Grünen auch stehen, gescheitert sind. Schauen Sie sich doch mal das Erneuerbare Energiengesetz an. Da werden mittlerweile rund 25 Milliarden Euro pro Jahr durch die Umlage umverteilt. Und liebe Kollegin Piel, Sie haben es vorhin gesagt, die Treibhausgasemissionen haben in Deutschland nicht abgenommen. Obwohl man hier mit einem gewaltigen finanziellen Aufwand reingegangen ist, hat man dieses ja immer behauptete klimaschutzpolitische Ziel, für das das EEG dienen sollte, eben gerade nicht erreicht. Und spätestens an dieser Stelle muss doch jedem klar werden, dass solche interventionistischen Instrumente nicht das Ziel erreichen, was sie vorgeben, erreichen zu wollen. Deshalb ist es richtig, hier sich zu überlegen, wie man denn das richtige Ziel des Klimaschutzes und der Reduktion von Treibhausgasemissionen möglicherweise anders, besser erreichen kann. Und für uns sind da die Maßstäbe klar. Und das ist eigentlich auch ein Grundkonsens in der energiepolitischen Debatte, wie sich es auch im Energiewirtschaftsgesetz ja abgebildet findet, dass wir uns an Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit und Umweltverträglichkeit orientieren. Man kann das, wenn man es höher einbetten will, auch als Ausdruck eigentlich des Nachhaltigkeitsgedankens sehen, der, denke ich, in der politischen Debatte nicht unterbewertet bleiben sollte. Das heißt aber auch, dass eben Belange eben wie Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt die richtige Frequenz des Stroms gegeben sein muss, dass aber eben auch die Preisgünstigkeit gewährleistet ist, übrigens auch eine soziale Komponente, aber eben auch wichtig, um Wohlstand und Wachstum zu gewährleisten, weil wir eben auch in wirtschaftlicher Hinsicht konkurrenzfähig bleiben müssen und hier eben nicht auf einer Insel leben, sondern uns in einem internationalen Markt, insbesondere europäischen und internationalen Markt, bewegen, wo das maßgeblich ist. Also diese drei Elemente sind die entscheidenden Elemente, an denen man es dann, denke ich, auch, und da wird ja wohl Konsens herrschen, weiter messen kann und weiter messen muss. Wir sind der Auffassung, dass technologiespezifische Entscheidungen der Politik schlicht nicht zustehen können. Also natürlich kann man es politisch fordern, aber es macht keinen Sinn. Politik ist nicht in der Lage zu bewerten, ob ein bestimmtes Instrument, eine bestimmte Technologie die richtige Technologie ist. Und deshalb können wir auch diesen Ansätzen, die die Grünen verfolgen, dass man jetzt gezielt die Kohlekraftwerke abschalten will, dass man, die Frau Biel hatte eine Äußerung in den letzten Tagen, wenn ich mich recht erinnere, gemacht, die Gaskraftwerke wäre dann das Nächste, an das man sich ranmachen müsse. Das halten wir bei allem Verständnis für den Antrieb sozusagen, eben kam der Zwischenruf, den Planeten zu retten. Das ist ein Ehre, das ist ehrenes Ziel. Und ich glaube, da verbinden wir uns auch. Nur der Anspruch, das über einzelne technologiespezifische Entscheidungen und zu glauben, man weiß es genau, wie dieser richtige Weg ist, das ist aus unserer Sicht vermessen. Das kann Politik nicht leisten. Und deshalb ist unser Ansatz, dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen, in diesen Rahmenbedingungen sich Innovation, neue Ideen etablieren können und die effizientesten, besten Technologien sich dann entwickeln können. Das ist das, was Politik leiten muss, aber nicht interventionistisch behaupten und meinen zu glauben, diese eine Technologie, das ist jetzt die glückbringende und seligmachende Technologie. Das halten wir für vermessen und führt zu Misssteuerungen, die im Übrigen, das zeigt das EEG, in massiver Bürokratie und in massiven Kosten am Ende landen. Und das sind die falschen Konzepte. Das sind Konzepte übrigens von gestern, die sich eben erwiesenermaßen nicht bewährt haben. Wir wollen also Rahmenbedingungen schaffen, um die CO2- und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und dazu gehört, es weiterhin zu einem funktionierenden Emissionshandel zu kommen. Dazu gehört eine CO2-Bepreisung, wie auch immer man sie dann ausgestaltet, die Internalisierung externer Kosten tatsächlich am Ende erfolgreich betreibt und diese auf alle Sektoren ausweitet, eben nicht nur auf den Energiesektor, sondern eben auch auf den Verkehrssektor und auf den Gebäudesektor. Dann kommt man zu einer vernünftigen Steuerung und in diesem Rahmen werden sich dann effizienteste Technologien durchsetzen können. Zum Schluss, Frau Präsidentin,
und das ist hier angesprochen worden, es ist sehr lobenswert und es ist auch richtig, dass Deutschland und auch Niedersachsen eine Vorreiterrolle einnimmt und dass Europa eine Vorreiterrolle einnimmt. Ich glaube, das ist durchaus gerechtfertigt. Aber man muss sich auch immer der Beschränktheit der Möglichkeiten klar werden. Der Anteil Deutschlands an den internationalen CO2-Emissionen liegt im niedrigen einstelligen Bereich. Von Deutschland aus wird alleine das Klima nicht gerettet werden können. Deshalb müssen die Bemühungen auf europäischer und internationaler Ebene ansetzen. Und auf Landesebene, Herr Minister, ist die Klimafolgenbewältigung eigentlich das Entscheidende, was wir hier als kleiner regionaler Akteur in dem Gesamtgeschehen tatsächlich voranbringen können. Und wir sollten dann darauf sehen, mit all den Kontakten, die wir haben, dass auf bundes- und europäischer Ebene die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass es wirklich zu einem effektiven Klimaschutz kommt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Bürgner. Jetzt hat der Umweltminister Olaf